So, Hallihallöchen, Hänse Pitte hier. Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Ranger 3. Zur. Oh. Zwei. Feuer. Gut, dann doch nicht. Was macht denn Zinnoberauge hier? Das. Wo gibt's denn zwei Feuer? Hä? Sekunde. Also hier nicht. Wer das ist der Geiselname aller Zeiten. Also hier, okay, hier sind zwei Igelavas gewesen. Ne? Die Viecher haben halt gerade no chill, ne? Also ich auch nicht. Ist ja ein richtig weirdes Hindernis. Mitnehmen gegen Ariados. Ist ja unwahrscheinlich, dass wir zwei Tackle brauchen. Du kommst auch mit, mein Freund. So, gegen Zubiris austauschen. Also ich hätte jetzt wirklich, was weiß ich, mit einem Psycho-Hindernis gerechnet, aber so ein Doppelhindernis mit zwei Feuer. Ich bin auch gespannt, ob es wirklich diese, also die Hindernisse, sieht man ja, können maximal 3, 7 Pokémon brauchen. Ob das noch so passiert? Ich habe keine Ahnung. Ja, das ergibt Sinn. Das Hindernis, ja. Mhm. Und da dahinter ist Zinnoberrot. Die hat sich quasi selbst eingesperrt. Das Zinnoberauge. Also falls ich Zinnoberrot sagen sollte. Ja, wir brauchen jetzt eh Psycho. Don't you dare to teleport away. Please no. So, das kann man aktivieren. Oh. Mein Bein blutet? An drei Stellen? Also so quasi. Hm? Also jetzt nicht wirklich frisch aus an 4 Stellen. Hä? Okay, Entschuldigung, das hat mich gerade verwirrt. Ach, guck mal, Mankey brauchen wir auch noch. Oh, das ist ein Hindernis, das ist okay. Das kann ich so gut akzeptieren eigentlich. So. Halt. Ah ja, doch. Der wahre Weg wird sich auftun. Du bist ein Fake, okay. Aber wir brauchen dich ja trotzdem wegen der IMC-Kraft. Ja, komm mal her. Das verwirrt mich super, super hart. Ich habe mich nirgends angestoßen. Nichts. War jetzt auch in letzter Zeit nicht irgendwie betrunken unterwegs oder so? Hä? Oh wow, mein anderes. Mein anderes Bein blutet einfach auch? Aber da ist was aufgekratzt, das verstehe ich. Beziehungsweise. Nein, verstehe ich eigentlich auch nicht.
Weil da hätte was zum Kratzen sein müssen. Hä? Es ist so weird. So. Irgendwas stimmt hier nicht. Du gehst da raus, ne? Und dann nach oben. Ich wollte dich nicht anfassen. Aha. Warum geht das jetzt du? Naja, egal. Scheint anscheinend zu klappen. Dort ist die letzte Kammer. Hast du die Vorbereitung? Ja. Woher weiß mein... Oder mein Funcom ist smart. Er hat einfach alle Kartendaten und alles. Letzte Kammer. Ja, ich sehe schon. Aber auf der Minimap mit dem Pfeil nach drüben. Wo ist denn jetzt die Oberauge? Er hat mich also doch im Stich gelassen. Das ist super weird. Oh, da ist ja der Beschwörstein. Den hätte ich ja nur wirklich nicht vermutet. Geil! Ach, die Vorbereitungen hätten es sein müssen. Hi! Entei? Was wird denn nur ein Entei? Du kannst doch nicht einfach so hier reinplatzen. Wir haben hier ein fucking Tauschgeschäft. Pokémon kapieren einfach nicht, wie man sich einer Dame gegenüber verhält. Legendäres Pokémon und sie denkt sich so, ich hoffe. Oh, was ist mit dir los? Willst du mich etwa herausfordern? Komm noch einen Schritt näher, du lernst meinen Fangstrahler kennen. Oder unseren. Das kam unerwartet. Aber. Ja. So, dann. Okay. Entei hat wirklich no chill. Oh boy. Oh, das war knapp. Vielleicht kriegen wir es ohne Damage zu nehmen hin. Es hat auf jeden Fall 4 Angriffsmuster tatsächlich. Wenn das diese... Wow. Das will es quasi echt schwer machen. Oh, Bitty Fass hat es geschafft. Dieser Chat. Jo, Pichu, du darfst. Auch wenn es irgendwie nicht so viel ist. Alter, ohne ein Pokémon zu verlieren. Chat. Sigma Chat. S-Rank. Oh yeah. 1 AP. Aha, eine Rune. Aber kurz einspeisen. Wir haben ja Zeit. Okay. Ich kann so schön zeichnen. Du hast Entei besänftigt. Du kannst jetzt einfach herbeirufen. Okay. No more questions asked. Ach, danke, dass du mich vor dem sicheren Tod bewahrt hast. Du wolltest das Vieh gerade auch fangen, ne? Genau das würde ich jetzt sagen, wenn du mir nicht soeben die Show gestohlen hättest. Alle Achtung, Ranger! Hey, wo ist Sonja? Ah, da ist Sonja. Ah, Peter! Da hatten wir ja noch einmal großes Glück, dass ein Tier im rechten Moment abgedüst ist. Ich werde mich auch ganz artig bei dir bedanken. Hey, ihr! Einer von euch macht sich nun gefälligst daran, die Rune einzusammeln. Jawohl!
kommen nun endlich zum mit Spannung erwarteten Gefangenenaustausch. Auf mein Zeichen, dann lassen wir die Geiseln rechtzeitig frei und kommen ja nicht auf dumme Gedanken, hast du mich verstanden? 3, 2, 1, los. Cool, das funktioniert sogar, hätte ich nicht gedacht. Ah, entschuldige die Unannehmlichkeiten, die ich dir bereitet habe. Ich werde das auf jeden Fall wieder gut machen. Zinnoberauge, bitte entschuldige, dass ich dir so viele Umstände mache. Es tut mir wirklich leid. Ach, nimm es dir nicht so zu Herzen, das war deshalb so wild. Also, der Gefangenenaustausch wurde vereinbart durchgeführt. Und die Rune ist, jo. Schau, ich hab die Rune. Sehr gut, damit hätten wir unseren Auftrag erfüllt. Also, wir gehen. Okay, hat mich gefreut. Unsere Wege werden sich gewiss wieder kreuzen. Also, falls ihr nicht was zustößt. Okay, die sprengen uns einfach weg. Nett. Wir haben überlebt? Wir haben so eine Explosion. Okay. Was hat dieser Schuft Zinnoberauge jetzt bloß wieder ausgehackt? Weiß nicht, aber du warst doch in Gefangenschaft. Du kannst doch bestimmt einiges erzählen. Ich bin dass du dich damals, als wir Zinnoberauge über den Wolken begegnet sind, zwischen mich und seine Plasmakanonen geworfen hast, um mich zu retten. Mir fiel ein riesiger Stein vom Herzen. Ja, und ich fiel vom Himmel. Als ich ihn etwa sagen hörte, dass du den Sturz ins Meer aus höchster Höhe und unbeschadet überstanden hättest. Zu diesem Zeitpunkt war mir auch klar, dass du kommen würdest, um mich zu retten. Peter, vielen, vielen Dank. Mission geschafft. Gib mir die good old Ranger Points. Oh yeah. Wir müssen diesen Schuften einen Strich durch die Rechnung machen. Mein Partner Pokémon Staraptor befindet sich leider immer noch in ihrer Gefangenschaft. Ah, Pichu, Mann! Oh, wie niedlich! Was hat das denn mit diesem Pichu und seiner Ukulele auf sich? Erzähl mir doch seine Geschichte, wenn du Zeit dazu hast. Ja, also, wir haben ja gerade nichts zu tun, ne? Und das war dann so. Oh yeah, du hast hier einiges durchmachen müssen, mein Kleines. Hoffentlich findest du deine Freunde recht bald wieder. Jawohl. Auch ich bin in der Zwischenzeit nicht ganz unschuldig gewesen. Da ich die Augen verbunden hatte, wusste ich nicht, wohin ich gebracht werden würde. Aber dafür habe ich im Versteck einen Peilsender angebracht. Mit meinem Fangkomm kann ich die Signale des Peilsenders ganz deutlich empfangen. Alter, du bist richtig smart. Allerdings... ich muss erst meinen Verschaden beheben lassen. Ist es hier wieder Werkstatt? Ja, Mann, nehm mal. Übrigens, hast du Bekanntschaft mit dem Bezirks... Achso, ja, haben wir. Ach, das ist ja super. Der hat bestimmt Werkzeug. Ja, kannst du mich zu ihm bringen? Ja, klar. Peter, infolge der Explosion ist der Weg nach draußen versperrt. Das ist ja ungeheuerlich. Was sollen wir jetzt bloß machen? Ist hier kein anderer Weg ins Freie? Neues Symbol wurde eingespeist. Hä? Was versteht man denn unter einem Symbol? Was? Entei? Das legendäre Pokémon? Ja gut, kann man machen, ne? Entei wäre sicherlich in der Lage. Das liegen von Entei, kennst du nicht? Gelingt mit einem Mal, die Feind zu überwinden, jenen großen Stein. Ein Felsen ist gar groß und grau, bei dessen Anblick einem ganz wird blau. Wer wohl diesen Fels zermalmen mag, Entei ohne Frage, flugs mit einem Schlag. Selbst einen Berg, wenn ich's doch sag. Ach schön, auch wieder mit einem Dreierles-Reim am Ende. Ich habe dieses Wiegenlied eingeprägt, das einige Nepper gesangen, weil sie nichts anderes zu tun hatten. Nimm Anlauf, Mann! Alles klar. Könnten wir mit Raikou nicht einfach drüber springen? Naja. Zack, 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 zack. Entei, zurückkommen. Jetzt. Bam. Oh ja, Papunga wird gerammt, Alter. Erstmal Schädelhirntrauma. Für dich. Hat sogar zwei zerschneiden, sehr nice. Braucht zwei Feuer. Mist, haben wir nicht mehr. Aber da wäre auch noch dann ein Stein. Und ein Quest. Warte, warum bist du wütend? Naja, es war wütend.
Hat aber nur einen Brand. Oh, okay, es kann auch schreien. Na, ich muss hier um eine Hilfe bitte. Bitte rette die Papunga. Hä? Da, wusstest du nicht, dass es da Papungas gibt? Und eine voll lebhafte Frau. Sie hat grüne Sachen an, schaut die Papunga wie wild durch die Gegend. Ruft immer fantastisch, fantastisch. Damit tun die Papunga so leid. Kannst du die Frau nicht verprügeln? Okay, wir fangen die Frau ein und übermitteln ihr unsere Gefühle. Ach, danke, Ranger. Einfach hier rauf und hinter die Ruine. Das ist ein sehr weirder Ort für eine Sidequest. Aber süß, direkt in der Nähe, also von dem her. Papunga! Fantastisch! Sie sind so süß, Mann! Ihre Köpfe sind so fluffig weich und ihre kleinen Pfötchen erst. Oh nein, nicht doch, wo laufen die Papunga denn hin? Sie verfolgen dich, oh mein Gott! Hä? Oh, Ranger, gibt es etwas Bestimmtes? Also, ich möchte mich eigentlich nur gut mit dem Papunga verstehen. Ist ja nicht so, als würde ich sie einfangen und dann weiterverkaufen. Oh, tut mir leid, das so zu sagen, aber... meine Zeit mit dem Papunga ist mir wichtig. Und dem Papunga geht es genauso, oder? Hm, was ist mit euch? Was habt ihr denn auf einmal? Ihr habt doch bis eben noch so fröhlich und vergnügt gespielt. Entschuldigung, Ranger, ich nehme es zurück, was ich gesagt habe. Du störst natürlich nicht. Oh, konntest du nicht ein bisschen die Papunga aufmuntern? Okay. We do that. Eine sweet ass Szenerie. Ah, oh, sie sind wieder happy. Papunga! Sie sind wieder quick lebendig. Also man kann mit den Ranger vankommen Lebensfreude rübergeben. Danke, Ranger. Dann mal zurück zu meiner alten Routine. Fantastisch, wir können wieder spielen, so viel wir... Nichts da. Was? Pokémon sind doch keine Puppen oder Spielzeuge. Nur weil die Papunga so süß und knuffig sind, kannst du die doch nicht ständig durch die Gegend jagen. Papunga, Papunga. Ah, der Rat hat gesprochen. Wenn du die armen Papunga weiter so herumschikanierst, werde ich den Ranger bitten, sie von hier vorzubringen. Aber die Papunga würden sich niemals an einen anderen Ort bringen lassen. Wir verstehen uns doch. Oh, das ist bitter. Oh, macht es euch denn gar keinen Spaß, wenn ich so euch so umherscheuche? Ich verstehe ja, dass du sie gerne hast, aber du musst dir auch bedenken, wie es ihnen bei der ganzen Sache geht. Ach, das ist natürlich wahr. Du hast völlig recht, Kleiner. Bei der vielen Zeit, die ich mit den süßen Papunga verbringe, ist es wohl irgendwann einfach mit mir durchgegangen. Papunga. Jawohl, anwesend. Vielen Dank, mein lieben Papunga. Tut mir leid, dass ich euch immer so herumgescheucht habe. Was die Zukunft betrifft, ich würde mich schon freuen, wenn wir uns vielleicht irgendwann mal einmal zu einem Mittagsschläfchen hinlegen und dabei den vorbeiziehenden Wolken hinterherschauen können. Macht's gut. Jawohl. Vielen Dank, Ranger. Ich schätze, die Papunga dürfen jetzt auch ziemlich erleichtert sein. Naja, hoffen wir, dass es nicht zum Gegenteil umschlägt. Wir wollen ja auch nicht, dass sie sich einsam fühlen. Papunga, der Rat hat gesprochen. Gut, kleiner Teenager, jetzt gehen wir aus dem Weg. Wir müssen unser legendäres Pokémon Entei herbeirufen. Oh, sogar 15 Ranger-Punkte. Ah, da steigert sich das auch, zum Glück. Ah, okay, wir können auch selber Papunga rufen, um nicht einsam zu werden. Das ist nett. Nice, wir können Papunga rufen. Ich will aber... Den da! Let's fucking go! Wir brauchen eine Speicherstation. Wow, der Junge wird tatsächlich eingesperrt in... Oh Gott. Oh, Feuerregel, warum bist du so klein und unscheinbar?
Da ist er. Gut, dann würde ich sagen, das war's für den Part. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.